Ha, nicht schlecht. Das sind Dirk und Klaus und mit das meine ich wir. Sag mal was, Dirk. Hallo. Oh. Und ich bin Klaus. Zusammen, wie gesagt, sind wir Dirk und Klaus. Wir leiten einen Podcast, der heißt Für Nüsse. Wir leiten den. Tippt ruhiger, ihr Trivago-Affen. An den seid ihr hier geraten. Und das ist ein Podcast. Punkt. Ja, und wir kümmern uns immer um Otter. Krankheiten. Hm. Otter. Otterkrankheiten. Lösungsmittel im Treppenhaus. Hm. Und was uns sonst der. Ja, man sagt ja auch, wo andere Probleme sehen, sehen wir Lösungsmittel. Das ist Folge 34. Ist es das? Ja, ich glaube, wir haben unseren Zenit überschritten in der letzten Folge. Wie geht's deinem Füßchen? Wundervoll. Klaus, also, solange ich sitze, geht's. Hatte einen Tanz mit dem Häcksler verloren. Oder ja, wie man aber das Gute ist, ein Drittel unserer Zuhörer weiß es schon. Mm. Mm. Das hat noch keiner auf Twitter geschrieben, welcher Zuhörer er ist. Mm. Welche Nummer. Aber das könnt ihr immer noch machen. Ich glaube ja halt einfach, dass Timo da auf dem neuesten Stand ist. Mm. Und aber er keinen Twitter hat. 15 Monaten halt auch darauf reagieren. Mm. Naja, dann gehen wir einfach mal davon aus, dass unsere drei Zuhörer noch da sind. Und Hallöchen! Machen, und machen weiter wie bisher. Ja, nein, mein Fuß geht's gut. Ich habe mein Schuh ist ein bisschen verrutscht beim Fußballspielen, deswegen bin ich aus dem vollen Lauf einfach ein bisschen auf der Ferse gelandet. Verdammter Schuh. Ist auf Beton ein wenig schmerzhaft. Wähle 555 Schuh. Schuh oder 555 Rignif. Niemand weiß so viel über Rignif wie Dr. Rignif. War es dieser silberne Schuh mit den Flügeln dran, die er da verkauft hat? Nee, das war der, das war eine Eingebung, die er hatte, als er so eine Nahtoderfahrung hatte. Mhm. Nee, 555 Schuh war wohl so eine, er hatte eine Geschäftsidee, eine Schuhberatung aufzumachen. Nachts. Für Leute, die Schuhfragen haben, weil bei ihm ständig Leute Schuhfragen gestellt haben. Im Schuhladen. Passen die mir in 34? Genau. Wenn sie den Fuß abschneiden, dann ja. Ja, naja, ne? War es Aschenputtel mit dem Hacken weggeschnitten? Die beiden Stiefschwestern. Eine schneidet sich den. Ja, aber die Story Ferse, meine ich. Und eine schneidet sich die Ferse ab, die andere die Zehen. Auch bekannt unter Aschenbrödel. Ist es dasselbe? Hm. Ah. Ich habe es letztens. Ich habe dir doch gestern Aschenputtel-Syndrom geschickt. Ja. Und da habe ich irgendwie geschaut und dann stand da irgendwie Aschenbrödel nach Eichner oder Eisner oder irgend sowas. Also, ich denke mal, gibt es so eine Erzählweise. Okay. Ist es nicht irgendwie so ein ganz beliebtes ostdeutsches Winter-Weihnachtsfilmchen? Wahrscheinlich. Ist Aschenbrödel so und die drei Nüsse? Nee, das sind so ähnlich. Ich glaube, das sind die drei Nüsse für Aschenbrödel. Ah. Für Nüsse, für Aschenbrödel. ich sehe Moos auf deinem Teppich wachsen. In absoluter Höchstform. Ja. Ziehst du jetzt gerade eine Frage aus der Achse? Bei dir? Nee, ich hab eine Frage. Achso, du wolltest jetzt aber so gestellte. Nein, wir reden ja sonst immer 10 Minuten. Über irgendwas. Ja, ich habe mich gerade über Abrechnungsscheiß aufgeregt, aber da will ich jetzt nicht ins Detail gehen. Ja, das stimmt, über Abrechnungen sollte man nicht reden. Darüber pflegt man keine Scherze zu machen. Na gut, pass auf, aber dann ich steig mal ein, wir arbeiten uns auf die Frage hin. Dirk, was würdest du mit 8 Milliarden Euro jährlich machen? Ich hätte einen gesunden Vorrat an Skier und diesen dicken Block Cheddar, den wir gerade nicht gekauft haben. Hm, 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 hm. Glaube ich ja nicht, dass es die richtige Antwort ist, aber pass auf, wir stellen die Frage weiter. Wie würdest du Leute gerecht besteuern? Pro Person, pro Einkommen oder pro Wohnung? Pro Einkommen. Auch wieder eine falsche Antwort. Okay, gut. Ganz schön hart. Aber dann kommen wir einfach zur Frage, was ist eigentlich so scheiße am Rundfunkbeitrag? Ich kann also, ja mal noch in der letzten Woche anhaken, genau auf diesen Punkt. Es gibt keine GZ. Weil genau. Es wird gerne noch im Volksmund, ja, die GZ. Und die haben gesagt, nein, das war von den Rundfunksgebühren, bla bla bla. Die Einzugszentrale. Seit 2013 gibt es die. Seit 2013 heißt das Rundfunkbeitrag. Ja. Aber ich meine, auch damals, davor, war die GZ ja nur quasi die Fußsoldaten denen. Das war ja nur die Gebühreneinzugszentrale. Ja, das waren halt die Feldjäger, die draußen da halt dann irgendwie gesagt haben, ich habe aber Flackern gesehen im Innenhof. Und davor war es eine Gebühr und jetzt ist es ein Beitrag. Mm. Ist aber keine Steuer, genau. Wie sie sich anfühlt und jeder sie auch so wahrnimmt, weil es ja keine Wahl gibt. Eine Steuer
dürfte nur die Bundesrepublik Deutschland verlangen. Der Rundfunkstaatsvertrag ist aber ein Vertrag, der zwischen den Bundesländern unterzeichnet ist. Mhm. Dementsprechend wäre es als Steuer unwirksam. Und ein Trollo, der glauben mag, dass im Rundfunkrat ehemalige Politiker oder zukünftige Politiker sitzen. Ja. Ja, das aber trotzdem, mit einer Steuer ist gewährleistet, ich meine, mit einer Nichtsteuer ist gewährleistet, dass es staatsfern ist. Ja. Wurde tatsächlich auch, es gab jetzt einen größeren Prozess vor einer Weile, in dem 3 Privatleute und Sixt geklagt haben. Also aber der es gibt doch regelmäßig diese Klagen. Ja, aber die waren vom Bundesverfassungsgericht. Oh. Und da hat einer der Anwälte auch gesagt, also Freunde, wenn etwas aussieht wie eine Steuer, sich bewegt wie eine Steuer und schmeckt wie eine Steuer, dann ist es eine Steuer. Und das pro Wohnung zu verlangen, ist ja eigentlich einfach nur ein bisschen falsches Getue, weil wohnen muss ja jeder. Mhm. Wobei natürlich der Rundfunkbeitrag, dass Leute einfach sagen können, wieso? Könnt ihr das Land verlassen? Das stimmt. Das ist eine valide Option, solange Deutschland noch in der EU ist. Das ist so ein bisschen und andere Länder noch in der EU sind. Wie die Wehrpflicht damals. Wieso? Mhm. Kannst du auch verweigern. Ist doch kein Problem. Beim ersten Mal zahlst du 1.000 Euro, beim zweiten Mal kommst du in den Knast, aber du hast die Wahl. Eben, genau. Das, also da darf man nicht so sein. Die Leute vom Rundfunkbeitrag. Der reichste Rundfunkbeitrag der Welt. 8 Milliarden pro Jahr. Und es hat die nicht einen Überschuss vor einem halben Jahr bekannt gegeben von 21 Milliarden? Das Lustige ist irgendwie, das war ein anderer Artikel, den habe ich auch nicht gespeichert, wo ich gelesen habe, es nur darum ging, ab 2021 soll der Beitrag ja steigen. Das war schon länger im Gespräch. 20 Euro mindestens. Naja, auf jeden Fall. Jeden Cent wert. Ja. Und die Diskussion da war, naja, wenn er nicht steigt, dann können sie die Qualität, in Anführungszeichen, ich mache die Anführungszeichen hörbar, nicht gewährleisten. Zwei Hamster aber, über ein Pulli gerieben. Ja, aber es hat auch niemand konnte irgendwie nachweisen, dass sie mehr Geld brauchen ab 2021. Was ist denn die Definition von Qualität? Immer wieder sonntags diesen Schlagerscheiß? Das Soko ist, 451 ja. Oder Das was? Ist nämlich, Soko 451, schön. Das ist nämlich auch nochmal so eine Sache. Denn laut Rundfunkstaatsvertrag wären die Öffentlich-Rechtlichen ja nicht an Quote gebunden. Mhm. Also die Öffentlich-Rechtlichen könnten einfach theoretisch ein gutes Programm mehr oder weniger unter Ausschluss der Öffentlichkeit machen. Und quasi ein deutsches offener Kanal. HBO werden. Ja, naja, die sind halt nicht daran gebunden. Die haben einen gewissen Unterhaltungs- und einen gewissen Bildungsauftrag. Also nur zu sagen, es ist nur ein Bildungsauftrag, wäre auch ein bisschen falsch. Also Unterhaltung ist auch schon festgesetzt im Rundfunkstaatsvertrag. Also die haben schon das Recht, dann auch einfach so Sachen wie, ja, auch halt so Sachen wie das Musikantendirndl zu machen. Aber man weiß ja, die Öffentlich-Rechtlichen halten sich trotzdem an eine Quote. Selbstverständlich. Was sie nicht machen müssten, / nicht machen sollten. Alle Sender haben ja das von, wer das, damaliger RTL-Intendant Thoma? Thoma, Helmut Thoma, glaube ich. Ich dachte Jürgen, Dieter Thoma. Dieter Thoma, okay. Aber der hat ja der Kernzielgruppe 14 bis 49 halt quasi erfunden. Und das haben ja alle Sender übernommen und die Öffentlich-Rechtlichen ja auch. Und die orientieren sich ja total daran. Marktanteil, bla bla bla. Das machen sie aber auch natürlich, weil die ja auch schön dick immer Werbung fahren als Öffentlich-Rechtlicher. Ja. Die halt dann irgendwie mit ihrem. Aber du hast vorhin gesagt oder eben gesagt, hier, da gab es dieses Urteil und was war das? Der Richter hat gesprochen, von wegen, was sich anfühlt wie eine Steuer. Nein, das war die Anklage. Verteidigung. Also, oder Verteidigung, ja. Also die. Aber was war denn das Urteil? Die GZ haben natürlich geklagt. Es ist noch nicht ganz raus. Aber ich meine, es gab ja schon viele Urteile, die gesagt haben, und das Bundesverfassungsgericht hat sie bisher immer verteidigt. Ja. Naja, so, aber diesmal waren sie tatsächlich ziemlich kritisch. Ich muss mal ganz kurz auf die richtige Stelle. Genau. Also nah am Menschen seien die Anstalten, strikt auf Qualität verpflichtet. Sie genössen hohes Vertrauen in der Bevölkerung, erklärte der Chef des Deutschlandradios. Sein Sender erziele gegen den Trend Rekordwerte bei den Hörern. Und das war auf die Frage. Warum macht er das denn fest? Ja, das ist auch nochmal so. Ich meine, diese ganze Quotenmessung ist ja ein bisschen. Oder ist jetzt Digitalradio und die merken halt Einschaltquote. Also gibt es da Zählsystem? Mhm. Oder ist es noch wie diese alten... Ja, das ist noch das alte Zählsystem. Also man misst irgendwie 20 Leute in Hasloch.
Ich wollte gerade sagen, weil beim Fernsehen ist ja auch nicht anders. Da gab es wie viel? 10.000, 15.000 Haushalte, ja, die ja, halt genau, die irgendwie den Durchschnitt genau, und beschrieben halt haben und im Keller dann halt randvoll alter 80er-Jahre-Server und sowas. Und dann hatte jemand diese, oder jeder hat ja eine eigene Fernbedienung und einen Code, bla bla. Und diese 18.000, 15.000 sind halt die Quote Deutschlands. Mhm. Also nicht wie, wie manche denken von wegen, alles klar, ich unterstütze dich, ich schalte immer fleißig ein. Das ist nicht relevant. Ja, also das, das ist halt eine Sache, dass die Quote, also was wir schauen, was der Durchschnittsdeutsche schaut, zählt gar nicht. Was in den Mediatheken passiert, zählt auch nicht. Also was ja eigentlich, wo du sagen müsstest, wenn du wirklich Leute zwischen 14 und 49 jetzt erreichen möchtest, müsstest du eigentlich die Mediathekenwerte nehmen. Was ja nochmal viel leichter zu nehmen wäre. Es wurde jetzt ein bisschen gerne 14 bis 59. 14 bis 59, ja. Kannst du auch vielleicht runterdrehen, irgendwie 10 bis 59. Ich weiß nur, weil letztens gab es Rekordquote bei La Lulala mit 2,6 Millionen. Und da haben sie gesagt, in der Kernzielgruppe. Und das wurde dann definiert als 14 bis 59. Kann ja auch sein, dass der Sender, weil das ist ja jetzt auch kein Gesetz, sondern sich eine eigene Quoten-Kernzielgruppe gegeben hat. Es geht ja auch immer nur um die kaufkräftige Zielgruppe. Ja, also das war ja eigentlich der ganze Sinn dahinter, dass du... Und das, aber da wir immer älter werden, muss man halt auch... Ja. Ja, und eine Zeit lang galten ja mal die Silver Surfer als das große, unausgeschöpfte Potenzial. Also die Leute zwischen 50 und 70, die dann plötzlich das Internet für sich entdecken und dann anfangen mit Shopping, die aber trotzdem Kaufkraft haben. Also wenn ich daran denke, sowas wie Bares für Rares, was ich teilweise auch interessant fand, finde, was das halt für eine Kraft genommen hat. Und das ist ja was, was komplett an Politik und alles vorbeigeht und hat ja eine sehr einfache Aufbau und die haben zwischendurch halt auch mal eine Primetime-Sendung gekriegt und so. Und da sei ja der Kernzuschauer bei dieser Sendung irgendwie an der 60 rum. So. Was ja für ARD und ZDF noch vergleichsweise jung ist. Ja, ja. Die haben ja generell einfach ein sehr altes Publikum, was natürlich auch ihrem ganzen Konzept einfach in die Hand spielt, weil die alten Leute zahlen das halt freiwillig, weil sie schon immer gezahlt haben. Ja. Was natürlich auch, wenn jetzt unsere Generation, also alle, die jetzt zwischen 30 und 40 sind, oder ich sage mal, wahrscheinlich sogar schon noch eine drüber, also alle, die jetzt zwischen 40 und 50 sind, wenn die irgendwann ins Rentenalter kommen, dann wird es wahrscheinlich schwieriger für ARD und ZDF, dieses Standing weiterhin zu behaupten. Mhm. Weil die sind halt nicht groß geworden mit, es gab ja nur ARD und ZDF und die Dritten. Ja. Und dann kam irgendwann RTL dazu, aber da haben wir die 1 und die 2 schon so abgenutzt von der Fernbedienung, dass es eigentlich vollkommen undenkbar war, jetzt irgendwie noch zu Sat.1 oder RTL zu wechseln. Übrigens, also das Gericht meinte, es mit der Steuer sei auf jeden Fall ein Grenzfall. Was heißt das? Es geht gerade noch so durch. Und eines der Argumente, also ich zitiere mir jetzt gerade einen Artikel aus der Zeit, eines der Argumente, die die Verteidiger des Rundfunkbeitrags vorbringen, das ist natürlich ein absolut schwaches Argument, ist, dass... Das sollen unsere Zuhörer mal selber entscheiden. Nee, das ist schwach, das sage ich euch vorher. Keine Meinung, nur zuhören. Nein, ihr könnt gerne eure Meinung schreiben an @fuernüssepod auf Gmail. Auf Gmail. Berg zu Gmail. Da werft die Kartoffel mit der Info hin. Einfach reinschnitzen. Ja. Dass der Rundfunkbeitrag ähnelt noch stark der Rundfunkgebühr von davor. Und bei einer Änderung hätten sie Angst, dass es zu einem großen Aufstand kommt. Ja. Und dass die Leute sich dann dagegen stellen. Es gibt total konfus, die Menschen. In der Schweiz gab es jetzt ein Beispiel, da gab es eine Volksabstimmung darüber. Also in der Schweiz natürlich auch ein anderes System, da sind Volksabstimmungen in den Verfassungen. Aber haben die nicht gesagt, vorgesehen? Wir wollen weiterhin... Ja. 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 Das konnte ich jetzt nicht in Erfahrung bringen, aber ich vermute, in der Schweiz zahlt auch nicht jede Wohnung 18 Euro. Ich dachte 17,50. Ja. Nun. Das System, also ich finde ja auch dieses System so bescheuert. Ja. Da haben sie ja auch irgendwie, weiß nicht, einmal eine Scheißeinheit auf dem Klo genutzt, um da mal richtig in die Tiefe zu gehen. Dass sie sagen von wegen, ja, ich sag mal immer so, da wo ein Klingel ist, da. Ja, ja okay, und wenn es reiche, arme, mehrere, wenige, ja, wo eine Klingel ist, habe ich gerade gesagt. Die Großmutter, die von der Mindestrente in Deutschland lebt, zahlt den gleichen Betrag wie eine fünfköpfige Familie, wo der Vater Richter ist, die Frau irgendwo im Firmenvorstand sitzt und die Kinder mit 20 zu Hause wohnen. Ja. Und der zahlen beide Wohnungen, beziehungsweise die Villa zahlt den gleichen Beitrag wie die Einzimmerwohnung irgendwo am Rande. Und dann gibt es so Sätze von wie Bottrop. Günther Jauch sagt, ich zahle gerne meinen Beitrag. Das merkst du auch gar nicht. Ja, das ist das, der direkt dir aus den Fingernagel fällt.
Das ist jetzt das ist doch keine Aussage. Ja, ich wollte gerade sagen, 17,60 Euro ist, glaube ich, für ihn die kleinste vorstellbare Summe. Ja. Gibt's das als Schein, fragt er. Ja. Das ist, halt, ja. Das ist dann immer so ein Kommentar, das ist so wie Tischweier gesagt hat, also zur Zweiter Weltkrieg, da wäre ich definitiv bei den Guten gewesen. Ja, also so, komm, Günther Jauch, der mit einem 50er ins Café geht und sagt, können Sie den klein machen, guter Mann? Was haben wir gelacht, der ist doch schon klein. Ja, also das ist natürlich einfach eine Zumutung, weil 17,60 Euro für alleinlebende Personen im Monat einfach ziemlich viel sind. Das ist so, wie wenn du einen Netflix und einen Amazon Prime Account alleine für dich hast. Mhm. Das ist ungefähr die Summe, glaube ich. Also ich glaube, Netflix ist jetzt ein bisschen teurer geworden wahrscheinlich. 9,99 glaube ich. Ist es? Okay, wenn man jetzt einsteigt, sagen wir 9,99, Amazon Prime sind 7,99 glaube ich. So in dem Dreh. Nee, Prime zahlst du ja nicht monatlich. Sondern? Prime zahlst du jährlich oder halbjährlich. Aber trotzdem 7,99 im Monat, oder? Von der Summe her. Ich meine ja, ich habe es ja neulich erst gemacht. Aber ich meine, da ist man ungefähr bei dem dabei, was man für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland zahlt. Ja. Und das ist einfach schon ein relativ teurer Spaß. Weil, ja, und dann auch die Frage, was du davon nutzt. Ja, eben. Also und das ist halt auch die Sache, wie oft nutze ich denn die Angebote oder die Medienlandschaft da, also diese... Die Mediatheken. Mediatheken, ja. Und sowas. Oder wie oft höre ich Deutschlandfunk oder so? Ich kann ehrlich sagen, das Einzige, was ich wirklich mache, ist, ich habe jetzt bei der WM ein paar Spiele gesehen. Ja. Das ist ja auch der Grund, was Sie gesagt haben, von wegen, ja, die 21 Milliarden, die wir im Überschuss haben, das ist ja nicht einfach nur für uns, sondern die brauchen wir als Puffer, wenn zum Beispiel eins von den großen Mannschaftsdingern, also sagen wir mal, bei der WM fällt ein Spiel aus. Oder Deutschland fällt ganz früh raus. Da haben wir mehrere Millionen spontan Verlust. Ja, mehrere Millionen würde bedeuten, dass sie 22 Milliarden oder 21 Milliarden sich nicht bewegen. Mehmet Scholl aus Versehen zweimal bezahlt. Ja. Gleich mehrere Millionen weg. Es sind dann auch so lächerliche Argumente, dass man sagt, von die mit dem Puffer und was dann halt auch gebastelt wird. Das erinnert mich an unsere Tatort-Folge mit dem, ja, 1,47 Millionen oder das Puffer. Ich denke, das im Vergleich zu britischen öffentlich-rechtlichen, was die dann halt damit machen. Ja. Und dann halt irgendwie nicht nur die Leute begeistern, sondern halt auch irgendwie 1000 Preise und weltweit halt ein Publikum mit Qualität halt füttern. Und wir sagen, ja, guck mal, wir haben... Ach, Scheiße, es gilt halt einfach wie in vielen anderen Bereichen in Deutschland, das haben wir halt schon immer so gemacht. Ja. Und das machen wir jetzt halt auch immer so weiter. Und gesagt, genau das ist ja auch mit der Gebühr. Die haben Angst, dass wenn sie das Modell umstellen, dass es dann eventuell pro Einkommen oder pro Kopf, also jeder ab 18 zahlt, geht, dass es einfach einen großen Aufstand gibt. Wie ein modernes Steuersystem. Genau, und dass die Leute sich dann querstellen, das zu zahlen. Und das, ich meine, das ist ja auch so eine Sache, das wäre ja das Ende des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Also da gibt es ja dann kein Zurück mehr. Wenn es aufhört, hört es auf. Jetzt. Und ich finde, wenn sie dann über 20 Euro gehen, ist, glaube ich, auch so eine psychologische Schwelle erreicht, wo einfach viele Leute, die es jetzt noch irgendwie zahlen, sagen, nee. Mhm. Und, warte mal, aber ich meine, rechtlich, was machst du denn dann? Der eine oder andere von uns kennt das ja, dass man sagt, von wegen, ich zahle. Also wir mal natürlich nicht. Nein, wir nicht. Nein. Und dann irgendwann kriegst du halt die Briefchen so von wegen, ja, hier... laut blablabla bla bla ist auf ihrem Konto minus, hast nicht gesehen, da reagierst du auch nicht und irgendwann kriegst du einen Festsetzungsbescheid, habe ich schon mal gehört, und da reagierst du auch nicht, aber dann gibt es den gelben Brief und der kommt dann vom Zoll. Mhm. Und da ist dann keine Kommunikation oder irgendwas mehr möglich, dann sagen sie von wegen, das ist jetzt Gesetz, was wir folgen, da müssen wir jetzt nicht diskutieren, sie haben jetzt irgendwie 4 Wochen Zeit, ansonsten kommen wir vorbei und lackieren ihnen das Treppenhaus. Also nicht. Nice. Ich meine halt, aber ja, das ist, also da gibt es ja halt das Einzige, was... Ja, der was Zoll kommt dann mal unverbindlich zum Gespräch vorbei mit der eingetretenen Türe. Das Einzige, was man machen kann oder wir schon mal gemacht haben, ist ja halt, diesen Verwaltungsapparat zu stören und zu nerven. Ja. So. Einfach dafür sorgen, dass man mehr Schaden anrichtet, als 17,50 Euro im Monat es wert wären. Und was ich auch gehört habe, was praktiziert werden kann, wenn es heißt Festsetzungsbescheid, weil das ja natürlich auch ein System ist und dann nicht immer eine Person hintersteht. Nicht, falls ihr meint, von wegen, okay, wir jetzt nicht warten, bis der Zoll kommt. Ihr müsst jetzt gar nicht den vollen Betrag zahlen, sondern sobald ihr nur irgendwas zahlt, ist das System erstmal beschäftigt und sagt, ach, da kam was rein. Und nach 3 Monaten merken sie, aber es war nicht genug. Und dann geht es halt nochmal so. Und dann könnte man den Scheiß weitermachen. Aber generell ist das ja kein finales Mittel, um damit umzugehen, sondern es ist nur so ein kleines bürgerliches Aufpumpen, um zu sagen, es ist scheiße, aber meine rechtlichen Mittel sind gegen null. Aber das, was ich machen kann, nämlich stören,
Ja, genau. Einfach einen schönen Haufen Pavian-Code in die Maschinerie werfen. Was das natürlich auch noch schön ist, wenn man sagt, von wegen drauf geschissen, ist mir nicht so wichtig, ihr meldet euch alle an einer Adresse an. Ihr habt halt irgendwie einen guten Freund, der halt in der WG wohnt oder so. Geht sowas. In Berlin aber nicht mehr, weil man inzwischen den Mietvertrag braucht für die Meldung. Ja gut, aber vielleicht, aber wenn du sagst, von wegen der Mietvertrag geht dann halt über mehrere, durch mehrere Hände oder irgendwas, auch das muss jemand ja erstmal kontrollieren, sagen, wie, in einer 5-Zimmer-Wohnung wohnen 70 Menschen? Ja, und da hier in Deutschland nichts digitalisiert ist. Genau. Ja. Und dann halt einfach zu sagen von wegen, ja, hier, meldet mich ab, denn Herr Pimmelmeier, bei dem wohne ich ja. Ach so, weil die haben ja keine Leute, die dann klingeln, gucken, klopfen mehr. Das so als Idee. Aber das war ja halt dann auch mal der Gedanke, als ich gesagt habe von wegen, ja, dann wohne ich offiziell jetzt bei Fritz. Und dann hieß es von wegen, ja, dann musst du halt aber den Vermieter. Und den Vermieter hier, den gibt es ja gerade nicht wirklich. Nee, das wird alles von einem Pavian geleitet. Der aber ehemalige Trigima. Der ist hoch motiviert. Das ist ein Schimpanse namens Charlie. Ich habe, dazu habe ich gerade eine Zahl zur Verweigerung. Also Millionen Bürger verweigern die Zahlung des Rundfunkbeitrags, sind gerade beim Handelsblatt. Der Beitragsservice hat 2014 laut einem Geschäftsbericht 21 Millionen Mahnungen verschickt und 891.000 Vollstreckungen beauftragt. Und das ist schon wenn eine überlegst, relativ was der Zoll hauptsächlich große als, Summe. Als Tätigkeit normalerweise macht. Und jetzt können die einstellen und sagen, ja, wir sind hier zur größten Einheit, ehemals GZ-Nasen. Ja. Wie viel? 21 Milliarden? 21 Millionen Mahnungen. 891.000 Vollstreckungen. Davon kann ich stolz sagen, gehen auch ein paar auf meine Kappe. Und auf meine. Es gibt dazu einen Mythos, nämlich, dass die Beiträge nach 3 Jahren verjähren. Das ist theoretisch auch richtig. Das muss ich erstmal durchhalten. Ja, das ist theoretisch richtig. Es reicht aber nicht, wenn du die Beiträge seit 3 Jahren nicht mehr gezahlt hast, sondern theoretisch hätte der Rundfunkservice vergessen müssen, das Verfahren einzuleiten. Okay, und das hat er ja nachweislich. Genau, das ist in der Regel nicht der Fall. Also da müsstest du schon wirklich hart durchs Raster gerutscht sein. Aber das ist so krass, dass es da keine Reaktion drauf gibt. Ja, weil das ist ja also wirklich 21 Millionen Mahnungen pro Jahr. Das ist halt so ein deutliches Zeichen. Genau, und die Leute nehmen das einfach so hin. Der Großteil der Bürger, die machen das ja einfach. Nee, die haben aufgegeben. Die machen das nicht freiwillig, die haben aufgegeben. Aber du hast ja schon mal bis zum Zollblättchen gewartet, aber noch nicht drüber hinaus. Also was wäre denn? Würde dann halt der Kuckucksmann kommen? Ich glaube, im Schlimmsten eigentlich normalerweise droht ein Verfahren. Also wie so eine Steuernachzahlung, oder? Dass er klopft, sagt von wegen, hallo, Sie schulden uns noch 570 Euro. Haben Sie das Geld? Ja, okay. So. Die übrigens auch, das hatte ich mal, das ist ein böses Vorurteil, dass die gleich mit dem Kuckuck vorbeikommen. Nee, ich meine, die klopfen und fragen einfach, also jedenfalls ist es bei der Steuernachzahlung. Haben Sie das Geld und auch die in der Regel auch einfach versuchen, also auch wenn du Privatschulden hast, agieren die erstmal als staatliche Schuldenberatung. Beratung? Ja, weil es auch in deren Interesse ist und natürlich in deinem und in dem der Person, die dir Geld schulden, dass du einen Weg findest, das zu bezahlen. Also, dass die kommen und irgendwas mit dem Kuckuck versehen ist. Das wird nicht zweimal klingen müssen. Ja, das ist die letzte Maßnahme, die Zwangsvorstrecker machen. Mhm. Wenn die so viele Leute rausschicken, das würde ja einfach auch bedeuten, die brauchen definitiv mehr Manpower zur Ausführung Inzwischen schicken sie ja, also ich glaube, irgendwann zahlen die Leute halt, weil die früher haben, als es noch die GEZ war, haben sie ja Leute rausgeschickt. Ja. Das machen sie ja auch nicht mehr. Also so ganz klassisch die Leute, die dann kommen, dürfen wir bei ihnen in die Wohnung? Ja klar, ich lege nur kurz Decken über alle Fernseher. Ja. Dürfen wir unter die Decken schauen? Nein. Hm. Ja. Und die wirklich auch aus dem Treppenhaus mit einem Fernglas geschaut haben. Oder? Was auch interessant ist, seit wann gibt es die GEZ nicht mehr? Was ist das? 2013. 2013. Man hat nirgendwo gelesen, dass Rundfunkeinzugszentrale oder sowas, dass die auf jeden Fall Leute gekündigt hätten. Mhm. Weil das würde ja dann im mehreren hunderttausend Bereich, keine Ahnung, also weil ja deutschlandweit in jedem kleinen Kaff gab es ja halt irgendwie Leute, die ihre Gebiete hatten. Und da hast du ja nirgendwo gelesen und gehört. Das heißt, diese ganzen Menschen, die damals halt irgendwie quasi im Außendienst waren, im Namen der GEZ, die gibt es ja noch angestellt in dem Bereich. Und die pimmeln ihre trauriges Dasein mit, der hätte dich gezahlt, ich Chicke war wie so. Früher war ich noch Denunziant im Außendienst. Oh Gott, das ist auch ein trauriges. Also was.
Das ist, ja, glaube ich, ursprünglich mal, dass du so denkst von wegen, ja, ich will einen Job. Und dann irgendwann musst du dich da ja mit identifizieren. Du musst ja dieses, wenn du das Ganze dir irgendwie ein bisschen zum Gemüte führst, müsst du das ja für rechtens halten. Musst du ja das für richtig halten, dass es diese Gebühr von einer privaten Veranstaltung da irgendwie, ja, gibt, die sagen von wegen, ja, machen wir jetzt einfach mal. Simulieren hier komplett eine Steuer als nicht staatliches Organ. Was hältst du staatsfern davon? Staatsfern, wir sind staatsfern. Ja, sehen. Die auch, und das muss ich auch mal sagen, ich war, hast du das letzte Kanzlerduell gesehen zwischen Merkel und Schulz? Nee, ich glaube, das letzte war Trump. Zwischen und Schröder und Merkel, was du gesehen hast. Wirklich eine absolute Zumutung, was die Moderatoren von den Öffentlich-Rechtlichen da geleistet haben. Das war wirklich, würde sagen, und ich meine, dass die AfD so gut abschneidet, mhm, und auch immer besser abschneidet, liegt halt auch daran, dass die Öffentlich-Rechtlichen nur noch über Flüchtlinge berichten. Es gibt ja kein anderes politisches Thema mehr. Mhm. Und ich finde, am Kanzlerduell hätte man es ganz schön gesehen, weil das waren 90 Minuten, glaube ich. Und das einzige Thema waren Flüchtlinge. Das waren Flüchtlinge, das war Zuwanderung, und dann ging es wirklich in zwei Sätzen, ging es jeweils um Bildung und um Rente. Naja, also die CDU-CSU sitzt auch im Rundfunkrat, ne? Das ist ja, jetzt ja auch nicht, dass, ja, du sagst. Aber ich meine, das ist halt. Und jetzt, wo die CSU wieder rechter wird. Ja, und das ist natürlich dann auch eine Sache. Dann spielen sie natürlich, sie unterfüttern halt genau die Argumente der AfD, dass das Flüchtlinge, ja, das ist ein Riesenproblem, ja, wenn das so einen Riesenteil der ganzen Debatte einnimmt. Ja. Und was sie eben auch noch damit unterfüttern, ist, dass die großen Parteien unterscheiden sich ja gar nicht. Ja, und tatsächlich CDU und SPD in der Flüchtlingsfrage unterscheiden sie sich nicht so stark. Mhm. Aber wenn man sie über Rente oder Bildung hätte reden lassen, da sind die Unterschiede halt schon deutlich größer. Oder bei Steuern. Aber das spielt ja alles keine Rolle, weil die Leute wollen ja was zu Flüchtlingen hören. Und die AfD möchte ja auch bedient werden. Die ist ja auch das einzige politische Thema in Deutschland, was Quote bringt. Was ja, wie wir schon gesagt haben, für ARD und ZDF nicht zählen sollte. Mhm. Ja, oder nicht, ja, zählen dürfte. Also eigentlich müssen die von der Quotenmessung ausgeschlossen werden. Aber da haben sich ja auch andere Sender was geleistet als ProSieben, der halt einfach mal verschiedene Parteien vorstellen wollte. Und da hat der AfD irgend so Familien, die halt ganz klar eine politische Richtung gehen, mhm, hat halt unter anderem einer AfD-Familie gleiche Sendezeit gegeben, was ich halt sehr hart fand. Und dann darf man sich aber auch nicht wundern, wenn halt in der Intendanz bei ProSieben halt der Stoiber sitzt, ne? Und sagt von, ja, wegen, ja gut, das ist jetzt ja auch rechtens, das wird immer auch zeugen, die guten Burschen. Ja, also was ist natürlich klar, und aber bei den Privaten kannst du ja dann immer noch sagen, naja, aber die sind ja an die Quote gebunden. Wenn die Leute es sehen wollen, zeigen die es halt. Aber das gilt halt bei den Öffentlich-Rechtlichen einfach nicht. Mhm. Und dann aber sie kommunizieren in der Öffentlichkeit wie ein Privatsender. Ja. Mit ihrer Erklärung, ja, warum die halt die Werbung laufen lassen, bla 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 und sowas. Es ist ja auch qualitativ nicht über einem deutschen Privatsender. Ja. Also die haben halt nicht dieses ganze Unterschichtenfernsehen, also wirklich die unterste Kategorie von Unterschichtenfernsehen, Berlin Tag und Nacht. Aber die produzieren halt ja nicht, auch echt billig. Ja. Also wenn du überlegst, ich habe jetzt Rosen erfahren, kostet, glaube ich, nicht viel mehr als Schicksale. Eins der Flaggschiffe in der Kernzielgruppe von ZDF ist Aktenzeichen XY ungelöst, wo ein etablierter Schauspieler, die nehmen halt auch gerne mal Leute, die mal was Großes gemacht haben, maximal 1.100 Euro am Tag kriegt. Maximal. Ja. Bei Staatsfernsehen, wenn man so will. Also bei den Öffentlich-Rechtlichen. Ne? Also das ist halt so ein Ding. Und die dann halt einfach nur Kohle scheißen. Die halt, mhm, überall Kohle haben. Ja, vor allem im Management, wie viel da im Management hängen bleibt. Ja. Das ist ja wirklich ein Sumpf der Korruption. Da gibt es ja auch immer wieder Skandale, dass eine Regisseurin oder eine Redakteurin ihre Drehbücher unter Synonym an ihren Sender verkauft hat. Also die hat selber die Drehbücher geschrieben und dann gekauft. Dass halt solche Dinge in diesem System passieren, das interessiert niemanden. Das ist halt als normaler Verlust einfach akzeptiert. Ist halt in Ordnung. Und das habe ich jetzt gerade. Weißt du aus dem Kopf ungefähr, wie viele Fernsehsender, Radiostationen und Mobil- und Desktop-Angebote es gibt? Für unsere 8 Milliarden. Wie für unsere 8 Milliarden? Im Jahr. Wie groß der Apparat ist. Oh, da gehört ja auch diese ganze WDR-Kiste und MDR-Kiste, ja, und alles. Und alle Angebote, ne. Es sind 20 Fernsehprogramme, okay, 69 Radiostationen. 69? Da ist doch bestimmt aber auch jeder kleine geht da lokale Hintertupfing-Sender Tochter von WDR-Station oder sowas. Ja. Und 120 mobile und Desktop-Angebote.
Was heißt denn das? Naja, meinst du Männchen irgendwelche Internet-Sachen? Also ich nehme an, sowas wie tagesschau.de wird dabei sein. Wow. Aber halt auch andere Sachen. Also, ja. Also halt ein unglaublich aufgeblasener Apparat, der ja auch, und das ist ja zu keiner Sekunde, wird mal diskutiert, ob man das vielleicht ein bisschen entschlacken müsste, wenn die Leute halt zentralere Wege haben, als ihren Lokalsender zu schauen inzwischen. Und ob man nicht sagt, reichen nicht auch ein paar Sender weniger und wir haben dann eine lokale Stunde? Reicht es nicht, wenn wir das Online-Angebot ein bisschen verkleinern, aber dafür konzentrieren wir die Leute auf zwei, drei Seiten, anstatt zu sagen, wir haben 120? Also ich finde, es obliegt denen, was die mit ihrer Präsenz halt machen. Ich finde halt einfach nur, wenn man die Wahl hätte, das ist das Grundlegende. Mhm. Sag von wegen, ey, macht von mir aus 120 Milliarden Sender, aber gibt mir die Wahl, dass ich halt zahl oder nicht. Und wenn ich nicht zahle, gebt mir definitiv nicht die Möglichkeit, euer Programm zu sehen. Ganz, also ist ja vollkommen okay. So. Beziehungsweise dann wäre es im Internet ganz leicht zu sagen, okay, du bist registriert als Nichtzahler, du kannst unser Programm genauso wahrnehmen wie die anderen, bloß bei dir kriegst du 75% Werbung, wie die Privaten. Ja. Die ballern die halt dann auch immer. Das ist ja okay. Was ja auch so. Ist ja kein Problem, Leute mit einem Abo-Modell per E-Mail zu registrieren. Ja. Also heutzutage zu registrieren, wer was, wann, wo schaut, Netzding ist doch alles vollkommen okay. Also ich meine, würden sie auch alles hinkriegen. Und dann würden sie, glaube ich, auch, wenn die mal diesen Weg gehen würden, ihre Produktion und sowas viel genauer auf ihre Zielgruppe halt abstimmen können, weil sie dann merken, wie die reagieren. Und die haben zwar halt auch irgendwie ihre Präsenz in den sozialen Medien, aber es ist halt so lächerlich, weil die da halt irgendwie mehr nur dabei sind und versuchen zu sagen, wir sind auch im Fluss der neuen Möglichkeiten und nicht, wir hören euch mal zu und reagieren darauf. So, weil ihr seid ja nicht von wegen nur Fans oder Hater oder sowas, sondern ihr seid die Zahlenden, also ihr seid der Grund, warum wir... Kunden, ja. Ja, genau. Naja, ist ja das Krasse, was bei Privaten ja nicht ist, obwohl die das auch machen. Ich fände ja tatsächlich auch, es ist halt einfach auch die Höhe der Gebühr, die so ein Dorn darin ist, also die einfach so sticht, wenn es zum Beispiel hieße, okay, wir stellen einen kleinen öffentlich-rechtlichen Rundfunk bereit, der halt wirklich konzentriert ist. Und dafür zahlt jeder Bürger 2,50 Euro im Monat. Ja, aber ich finde aber auch trotzdem auch nur das, wenn er das konsumiert und will. Ich finde es als durchaus als Möglichkeit, dass du halt sagst, okay, und das ist ja in Großbritannien auch nicht anders, du zahlst da ja auch für die BBC, du zahlst in anderen Ländern auch dafür, aber halt einfach nicht halt in der Höhe. Ja, eben, genau, aber das ist halt auch eine Sache. Du musst an der Qualität arbeiten, du musst das ein bisschen mehr konzentrieren und dann halt sagen, du hast dann wirklich ein qualitativ hochwertiges Angebot, vor allem auch aus qualitativ hochwertigen Nachrichten und Informationssendungen und halt wirklich gute Unterhaltungsinhalte. Und du nimmst den Leuten halt nicht knapp 20 Euro im Monat ab. Ja. Für nichts. Für ein Programm, das es nicht einmal wert ist, geschaut zu werden. Ja. Also was ich halt einfach, wo man halt auch keinen Konsens findet, ist halt, was mich permanent aufregt, dass man halt keine Wahl bekommt. Mhm. So, dass man halt einfach nur so gerissen wird, so von denen, ja, mach das. Wir sind aber nicht der Staat. Wir ficken dich trotzdem. Mit der GEZ war das ja noch anders. Ein bisschen zumindest. Also, wer kein Empfangsgerät hatte, musste nicht zahlen. Und du hattest als Bürger zumindest, wenn du irgendwie ertappt wurdest, noch so diese Verlegenheitsmöglichkeit, nur für den Radioanschluss zu zahlen. Ja. Dann hast du irgendwie 6 Euro im Monat gezahlt, glaube ich, plus minus. Das ist ja zum Beispiel auch, da haben ja auch etliche geklagt, haben gesagt, ich habe keinen verfickten Fernseher. Und gesagt, jeder aber Mensch. Sie haben eine Wohnung. Nee, aber sie haben gesagt, wir müssen davon ausgehen, dass in der modernen Welt jeder Mensch einen Laptop und oder ein Smartphone besitzt. Somit kannst du auch unser Angebot nutzen. Ist ja wenn du ein Auto hast, hast du ein Autoradio. Darum deswegen hat Sixt ja auch geklagt, weil die für jedes Auto zahlen sollten, weil da ein Autoradio drin ist. Ich meine, das ist, als wenn du halt irgendwie von Berlin-Mitte halt irgendwie permanent Schreiben kriegst, zahl mal deine Parkgebühr. Und du sagst, wieso? Ja, weil du ein Auto hast. Ja, aber ich habe da nicht auch bei euch geparkt. Aber du könntest jederzeit. Also gibt es 1000 Beispiele, was niemals funktionieren würde, wenn es heißt, wegen Kling, Kling, hier, du hast Zähne, bezahl mal deine Brötchen. So. Ja, ich habe doch keine bei dir gekauft. Ich sag, du hast Zähne, du Ficker. Du könntest jederzeit hier reinlaufen, kauend in die Brötchenschublade fallen. Das ist unglaublich, dass das geht. Und das ist Aber das ist ja auch, der Konsens ist auch, im Gerichtsverfahren ging es nicht. Die Wehrpflicht wurde pausiert. Und der Scheiß ist noch da. Gut, ist ja kein Gesetz. Nee. Aber man findet halt einfach man findet keine Beruhigung. So, es ist auch diese leicht ein bisschen mal ärgern. Es ist halt auch einfach
also einfach, weil es im Kern so ungerecht ist, die Leute pro Wohnung voll, abzurechnen. Voll. Pro Wohnung. Ja. Also nichts, mir fällt kein System ein, dass irgendjemand pro Wohnung abrechnen würde. Also, es ist ja auch wirklich. Aber warte mal, wie ist denn das, wenn du jetzt zum Beispiel 17 Wohnungen hast? Ja. Dann zahlst du ja nicht 17 Beiträge. Du zahlst eine für den Wohnsitz, in dem du registriert bist. Also es geht um den Erstwohnsitz. Ja. Ja. Ich glaube, für den Zweitwohnsitz zahlst du auch aber eine verringerte Gebühr. Das kann ich jetzt aber nicht 100% sagen. Und drittmöglich, gibt es über einen, also ich weiß gar nicht, ob du einen Drittwohnsitz anmelden kannst oder auch sondern als anderer Zweitwohnsitz gilt. Weil ich meine, wenn jetzt Eigentümer könnten das unsere reichen Zuhörer. Also zum vielleicht? Beispiel Jauch. Ja. Oder La Fontaine. Die teilen sich ja Potsdam. Ja. Das heißt, müssten die jetzt für jede Wohnung, jedes Haus, was sie gekauft haben, weil sie ja die Möglichkeit haben, irgendwann darin zu wohnen, GZ zu zahlen, was ja gar nicht möglich ist, weil da drin wohnen ja Menschen, die dann, zahlen ihre GZ. Dann müsste ja auch dein Hauseigentümer für deine Wohnung zahlen. Ja. Oder dein Wohnungseigentümer. Das wäre ganz geil. Dem ist aber nicht so. Nein, das ist natürlich, das ist ja ungerecht, wenn du den Reichen immer in die Tasche greifst, weil die sind ja schon reich. Ja. Und die würdest du ja arm machen, dann denk doch auch mal an die Wirtschaft. Denkst halt nie an die Wirtschaft. Ah, das Polohemd ist so eng. Ja. Oh, wie jetzt hier so eine leichte Lösungsmittelbrise reinkommt. Ich mache mal kurz das Fenster zu. Ist wirklich, bei mir kommt es auch schon an. Ich habe nur darauf gewartet, dass er kommentiert, was er gerade macht. Der alte Klumpfuß. Oh, du kannst aber dich schnell bewegen. Dafür, dass du nicht stehen kannst und nicht laufen kannst. Solange ich auf den Ballen gehe, geht's. Soll ich mich auch ballen? Was? Das war so ein Otto-Gag, als irgendwie von mir die einzelnen Organe und dann Faust an Groß und Ballen. Nee, Groß an Faust. Habe nur nach Philosophie, Juristerei und Medizin. Aber ich meine, weißt du, was mich interessieren würde zu dem Thema, aber wahrscheinlich einfach nur, was mich aufregt, welche funktionierenden, ich nenne es mal Tricks, Leute schon ins Netz gestellt haben. Also zum Beispiel die Idee, was ich vorhin gesagt habe, ihr registriert euch oder ihr meldet euch alle, wenn ihr sagt, scheißegal, weil du kriegst halt die offiziellen Sachen, sind ja eigentlich nur irgendwelche Wahlbenachrichtigungen oder irgendwas. Aber ihr meldet euch alle um und zwar auf eine Wohneinheit, alle. Und warum nicht ins Ausland dann, wo es ja auch nicht gilt für dich? Aber dann brauchst du doch jemanden permanenten Wohnsitz im Ausland als Nachweis, oder nicht? Musst du das anders nachweisen? Kannst du nicht einfach sagen, du wohnst in Spanien bei Santiago Dominguez? Ja, aber ich meine, wie kriege ich das? Also durch einen Freund in Spanien. Ja, aber, dann habe ich ja kein Perso mehr, oder? Du bist ja immer noch Deutsch, wir sind ja noch in der EU. Naja, du hast gesagt im Ausland. Das kann ja auch. Ja, naja, gut, ich meine jetzt im EU-Ausland. Kann ja auch Russland sein. Also. Ich meine, Russland kommt ja auch immer näher von Jahr zu Jahr. Ja, aber halt, also weißt du, das würde mich dann irgendwie interessieren, damit man halt diese Erschlagenheit, diese Wut irgendwie wegkriegt, weil dass es erstmal so ist und dass es ungerecht ist und dass es scheiße ist, das ist halt alles klar, aber das ist ja nichts, wo man dann rausgeht und sagt, danke, sondern mehr so, oh Gott, so. Man kann sich wirklich, glaube ich, nur so ein bisschen zivilen, im Stile zivilen Widerstands mit kleinen Dingen zur Wehr setzen und denen Ärger bereiten. Also ich würde eigentlich nur so wissen, man müsste sich auch einfach damit beschäftigen, weil ich mich immer so darüber aufrege, will ich da gar nicht weiter rein. Aber zum Beispiel wissen, diese ganzen hier Erinnerungsfestsetzungsbescheide, Zoll, bla bla, und dann klingelt jemand, das haben doch schon etliche Menschen durchgezogen. Da würde ich gerne wissen, bis zu welchem Punkt wird's blöd? Also eine Frau sollte mal ins Gefängnis, deswegen. Naja, war doch irgendwie hier die AfD, bla bla, die sollte auch für 2-3 Tage da rein. Ja, ja, ja. Und so. Und dann, hat sie das dann, glaube ich, auch gemacht, ne? Hat sie so gesagt von wegen, ja, okay, was habe ich jetzt auf der Uhr? Wenn ich jetzt 3 Tage drin bin, dann zahlt das mein letztes halbes Jahr oder was? Ja. Gut, bin ich halt 3 Tage drin, fickt euch. Und im nächsten halben Jahr bin ich wieder drin, fickt euch. So, was ich dann halt auch... Vor allem, man rechnet das mal hoch, was das, wie viel schneller Uli Hoeneß seine Schulden im Gefängnis abgearbeitet hat. Und das Geile ist ja nicht, dass sie in dem Moment dann irgendwie quasi zahlt, sondern wenn man ein bisschen informiert ist, dann weiß man halt auch, wie teuer halt ein Häftling pro Tag halt ist. Sicherlich ein paar hundert Euro. Ja, ne? Wo du auch sagst, okay, das ist ja keine Steuer, aber das ist von den Steuern gezahlt, das ist ja okay. Ja, ja, aber es ist ja ein staatsferner Rundfunk. Aber halt sowas, da würden mich halt Tricks interessieren, ob da halt irgendwie...
Aber also bisher hat es halt noch keiner geschafft. Also alles, was vor das Bundesverfassungsgericht ging, wurde immer irgendwie abgesegnet. Ja, nee, ich meine jetzt keine Klagen, sondern halt, dass du sagst sowas, wie aber du ich sagst, meine, aber es bräuchte ich bin angemeldet bei meinem Freund im Ausland. Ich wohne hier in der 500er WG und wir teilen uns die Kosten. Also ich habe halt 20 Freunde und 20 sind halt bei mir registriert. Und wenn es dann halt 20 Euro kostet, zahlt jeder einen Euro. Ja. So. Sowas, das würde mich interessieren. Und nicht dieses, wo wir sagen, das ist ungerecht, ist es, ich zahle nicht, okay, aber du weißt, was dann passiert. Also das ist halt dann so, wo du denkst, ja, kann ich verstehen, aber das wird nicht spannend. Es kommt alles wie ein riesiger Haufen Kot den Berg runtergerollt und überrollt dann am Ende. Du meinst, es kommt alles zurück? Ja. Ja, aber wie soll denn das rauskommen? Wie soll denn sowas rauskommen, wie nein, alle sind bei nein, jemandem gemeldet? Ich meine, das wäre halt eine andere Sache, aber das ist, ich glaube, bei anderen Sachen würde das eher problematisch werden. Gar nicht so sehr bei der Rundfunkgebühr, aber wenn da irgendeine andere Behörde ermittelt, wegen irgendwas. Wegen was denn? Na, weiß ich nicht. Was reicht ja ein, wenn einer irgendwie mal einen Parkschein nicht zahlt und die Adresse ermittelt werden muss? Und dann stellt die Polizei fest, dass da 80 Leute in einer Zwei-Zimmer-Wohnung wohnen. Ja, gut. Aber ich meine, sowas Kleines, so wie, also genau, ich glaube auch das Kraftfahrzeug-Bundesamt ist ja dann auch damit gekoppelt. Das heißt, mein Auto oder mein Motorrad oder sowas ist ja dann halt auch auf die Adresse oder muss ja auf die Adresse angemeldet werden. Weil das habe ich gemerkt, ich habe halt übelst lang gebraucht oder man muss ja in 1-2 Wochen das machen. Hier glaube ich ein halbes Jahr, nachdem ich umgezogen bin, habe ich es dann endlich geschafft, mich an einen der vielen Bürgerämter halt Weide. Ja, genau, irgendwie umzumelden. Und dann hat sie zu mir noch gesagt, weil ich gar nicht dran gedacht habe, haben Sie Auto und Motorrad? Ich so, ja, und guck raus, so von wegen habe ich mich falsch hingestellt. Und sie, ja, wollen wir das mal auch ummelden? So wie, ne, das ist ja noch auf ihre alte Adresse, sie sind jetzt umgezogen. Ah, ja, stimmt. Und da habe ich halt gedacht, okay, das müsstest du dann halt auch machen für alle Dings. Aber da habe ich gedacht, sowas wie, ich meine, Peter, der ist doch bestimmt zu Hause bei der Familie auf alles angemeldet, dass er offiziell nicht existiert irgendwo. Weil der ist ja total drauf fixiert, glaube ich, da nirgendwo aufzufallen. Wir nennen ihn auch den Guy Fawkes unseres Podcasts. Ja, okay, seit 2 Sekunden. aber sowas, dass man sagt, okay, ich melde mich dann halt irgendwo an, wo schon, also nicht mit Tausenden, aber zum Beispiel, wenn wir das beide machen würden. Ja. Das wäre halt einfach nur die Frage. Blöd ist halt, den Mietvertrag von deinem Vermieter, was auch immer das für ein komische Hund gerade ist. Drachensaat gerade ist. Und bei mir wäre es halt auch blöd, aber trotzdem sowas. Das wird ja schon mal. Wir können ja mit denen einfach eine Wohnung kaufen mit dem Grundfunkgebühren, die wir nicht zahlen. Dann. Alter, was man mit dem Geld machen könnte, ey. Ja, also, das Gute ist ja. Wird halt eingehandelt, eingefordert wie eine Steuer, aber zum Schluss ist es ja keine Steuer, deswegen müssen sie es ja nicht fürs Volk wieder ausgeben, sondern für sich selbst. Penisvergoldung oder sowas. Ja, er nimmt von den Armen und ergibt sich selbst, der keimige, schleimige. Aber jetzt, also die müssen doch zu Hause ihre Spiegel abhängen, die da arbeiten. Ich glaube, wenn du den ganzen Tag von so Leuten wie dir umgeben bist und da an der Chefetage im öffentlich-rechtlichen Rundfunk sitzt, ich glaube, das ist dir dann egal, weil alle sich einfach zureden. Du bist dann halt genau wie auch. Es ist 17,60 Euro. Das ist die kleinste vorstellbare Summe. Ich glaube, das ist die kleinste Münze, die wir in Deutschland haben. Die 17,50 Euro. 17,50. Die 17,50 Münze. Da kriegst du nicht mal einen Apfel für im Supermarkt. Also, ich weiß nicht, was die sich alle beschweren. Wenn du die 17,50 im Monat nicht hast, dann bist du faul. Ja, naja. Ja? Ja, ich denke eher. Dann hast du nicht richtig investiert in deinen 20ern. Und dann ist dir auch nicht mehr zu helfen. Oh, ey. Das wäre bestimmt auch so eine Sache wegen hier bei Tiny House, dass du sagst, von wegen, du bist offiziell halt auch irgendwo gemeldet und erschlossenes Grundstück, bla bla bla, dass man dann auch sagen kann, wir fordern bei ihnen auch. Ja. Kann es eigentlich sein, dass du der Einzige bist im Land, der nicht zahlt? Ja, ja. Dann bricht ja die Anarchie los. Wie soll denn das weitergehen? Ich würde gerne mal wissen, wie viele nicht zahlen, weil die halt irgendwie durchgerutscht sind, weil die halt noch so klug waren und seit 20 Jahren bei ihren Eltern noch registriert sind, gemeldet sind, als aber schon tot in Berlin gemeldet? Oh, das war zeitweise auf Litfaßsäulen von der Stadt Berlin. Du machst Party und willst ein Großer sein in Berlin? Dann melde dich auch hier an und nicht bei Mutti. Nice. So. Und da habe ich gedacht, diese Werbekampagne haben die nicht grundlos gemacht.
Also das hat einen Grund. Und die Stadt Berlin ist dann eher auf was anderes wahrscheinlich aus, aber ich habe gedacht, ja, zum Beispiel geht ja alles einher. Kfz-Zulassung und so. Ja, genau. Das, ja. Obwohl, das hatten sie ja dann irgendwann, ich weiß nicht, ob sie schon so weit sind, mal gesprochen, dass es das nicht mehr sein soll. Also, weil du hast so viele. Ach, weil sie es bundesweit machen. Ja, genau. Das, du hast zum Beispiel in Berlin so viele Havelland-Nummernschilder und die kommen da nicht her. Sie sagen von wegen, da ist es halt dann 30% günstiger und das wollen die halt umgehen. Dass und das ist ja im Straßenverkehr ein gefährliches Stigma, weil du weißt ja, Leute mit HVL oder OHV sind gemeingefährlich. Yeah. Das ist ja auch verständlich. Und wenn sie es ändern, dann finde ich das gut, dass sie sagen, was soll denn der Scheiß zu sagen, also, dass man da ist, dann teurer und bla. Natürlich ist einfach statistisch gesehen, fährst du halt in der größten Stadt Deutschlands hin und her, dann ist die Möglichkeit größer, als wenn du dann halt einfach auf AKL 75 halt heizt. Und dann Dorfstraße und Hauptstraße. Genau. Und der Unfall ist halt, weil du einpennst, weil du 15 Tage niemanden siehst. Also ist dann ja, ich meine, früher hat Berlin es ja anders versucht, die Leute zu locken. Da hast du, wenn du dich als Student hier angemeldet hast, ich glaube 150... Einen Elefanten bekommen. Oder 150 Euro. Gulden! Niemand hat den Elefanten genommen. Mm. Ja, schönes Thema. Ja. Ja. Aber wie gesagt, ich bin ja der Ansicht, also irgendwann, die schaufeln sich halt gerade ihr eigenes Grab. Weil die den Beitrag einfach immer weiter erhöhen wollen. Ja, aber was denn? Wenn das halt, wenn die irgendwann sagen, die hier, guck mal, unsere Historie der ganzen Rechtsprechung ist. Ja, aber wenn halt die Leute einfach partout nicht zahlen. Wenn du halt einfach den Ausfall über ein Jahr hast. Aber das ist so das, wie bei anderen Dingen auch, dass du immer wieder zu Recht beschreibst, dass Deutschland halt träge und konservativ ist und du kannst so viel machen, bis irgendwann Deutscher aufsteht und sagt, ich glaube, das ist ungerecht. Sondern das wird gesagt, wenn sie halt das vierte Bier am Tresen oder im Späti saufen. Ja. Aber das wird nicht offiziell in die richtige Richtung geschoben. Ein spanischer Philosoph war das, glaube ich, der gesagt hat, wenn in Deutschland die Revolution am Bahnhof anfängt, kaufen die Leute sich Fahrscheine. Ja, ja. Und schön in der Reihe. Ja. Ey, nicht vordrängeln. Aber genau deswegen wollen sie an diesem Wohnungsmodell festhalten, weil es halt keine Umstellung ist. Und solange es keine Umstellung ist, stört es auch niemanden. Ja. Was war gestern oder vorgestern im Spiegel? 84% der Deutschen wollen ein Eigenheim oder sehen sich nach einem Eigenheim, weil sie ja zwar seit etlichen Jahren immer darüber reden, dass halt dieser Wohnungsmangel halt so durchknallt und die Mieten immer höher, aber sie reden halt nur drüber. Und auch dieses von wegen ja Mietpreisbindung. Ja, Mietpreisbindung und dass man halt, wenn man neu vermietet, nicht über 10% und klar, das hält sich ja kein Himmel daran. Ja, aber das kannst du ja auch mal vergessen. Ich meine, solange die CDU in Deutschland in der Bundesregierung ist, kannst du vergessen, dass die Mieter geschützt werden, weil die wollen halt die Leute schützen, die ein Eigenheim haben und die das auch vermieten wollen. Sollten sie vielleicht die Gebühren für die Rundfunkbeiträge nach deiner politischen Orientierung machen? Nice. CSU, alles klar, 2 Euro. 800 Euro. Naja, ich glaube... Ach, du meinst es so? Naja, ja, okay, stimmt. Die würden dann sowas sagen. Ja. Ja, aber hier, die Sie wählen Grün und Links, na, kommen Sie auch mit, Sie haben ein bisschen politische Bildungsarbeit aufzuholen. Wenn den ganzen Tag ZDF gucken, dann wissen Sie, was hier unterm Dirndl abgeht. Oh. Ja, ey, das ist echt frustrierend, weil du hast halt einfach nur die Möglichkeit, laut mal rumzukacken und dann... Ja, und ich meine, gab es immer Tricks, wie irgendwie das in bar zu bezahlen und so ein Blödsinn, was Leute gemacht haben. Ja, das ist halt auch nur ein Aufwand, um dich dann einmal einen runterzuholen, weil du dann halt so einen armen Sachbearbeiter halt irgendwie auf den Teller gewichst hast und im Endeffekt nur kurz sagst, überleg mal, ob das cool ist, was du machst, aber das ganze System, die oberen Fraggles, das berührt dir gar nicht. Ja, und dann heißt es von denen, deswegen müssen wir halt auch mehr Bildungsfernsehen strahlen und das ist teuer, weil diese Affen das nicht schnallen. Ja, und ich meine, im Moment nehmen sie ja so ein bisschen als Legitimation, dass die AfD sie kritisiert. Oh. Und das ist ja für die wirklich so, sehen Sie, die nennen uns immer Staatsfernsehen, aber das sind wir ja gar nicht, wir sind ja die Guten. Das ist natürlich früher waren's für die Linken. Die absolute Rechtfertigung zu sagen, nein, wir machen gute Arbeit, wo sie halt furchtbare Arbeit machen. Ja. Echt wirklich, Tja, ein gute Laune-Podcast heute. Ja, mir fällt da auch nichts Lustiges. Nee, man kann auch wirklich nichts dazu sagen. Also die Qualität ist indiskutabel, der Preis ist indiskutabel, das Modell ist indiskutabel. Absolut. Aber das, so ist es halt. Das ist wie das Krankenversicherungssystem in Deutschland. Ja. Ja, genau. Das ist wir brauchen zwei verschiedene Versicherungsarten. Das ist wichtig. Warum? Weil wir das schon immer so hatten. Du bist freiberuflich unterwegs? Ja, dann zahlst du 300 Euro. Warte. Ich habe gesagt, ich bin freiberuflich. Bin ich brutal gut verdienender Freiberufler? Entschuldigung, 350 meinten wir natürlich.
Ja, ja. Das ist aber die selbst festgelegte Untergrenze, die wir da haben. Da gab es auch mit Herrn Andrea Nahles neulich ein schönes Gespräch mit, wie heißt denn die Moderatorin? Ich weiß es gar nicht, aber in der ZDF-Talkshow, Arabella Kiesbauer. Talkshow, glaube ich. Genau, Arabella Kiesbauer war es. Zusammen mit Andreas Türk, ein Double Feature. Wo es halt darum ging, dass die Rentenbeiträge jetzt auch von anderen Berufsgruppen gezahlt werden sollen. Und dann ging es halt darum, dass auch Politiker und Beamte was? Rentenbeiträge zahlen sollen. Und sie ja auch, nee, aber das System, das hat ja schon Bismarck eingeführt. Wo auch die Moderatorin meinte, ja, aber Bismarck ist seit über 100 Jahren tot. Was ist das auch für ein Argument? Und Nahles Argumentation war, nee, zuerst mal müssen die Selbstständigen zahlen. Ja, das finde ich und auch. Und das war also Leute, die wirklich, und das ist ja eine grundsätzliche falsche Ausgangslage zu sagen, sobald du selbstständig bist, verdienst du 8.000 im Monat. Ja. Dann musst du auch Rente. Also, nein, du zahlst für deine Unabhängigkeit. Ja, dass du ja sowieso so als Selbstständiger vermutlich selbst als gut verdienender Selbstständiger nichts aus der Rentenkasse bekommst. Ja, klar. Und dann aber Beamte, die einen gesicherten Arbeitsplatz haben und aus irgendwelchen Gründen bei Pension und Krankenkasse bevorzugt, beziehungsweise so subventioniert werden, was Oliver Welke mal gesagt hat, das nennt sich private Krankenkasse, die meisten da drin sind im Staatsdienst, das ist eigentlich gelebter Kommunismus. Und die Politiker mit ihren fetten Diäten, die auch aus irgendwelchen Gründen in eine andere Rentenkasse einzahlen. Also dieses seltsame duale System für einige Leute eine Extrawurst zu braten. Mhm. Und nun ist ja auch die ganzen Beamtenvorteile sind ja eigentlich nur da, um Leute in einen Dienst zu binden, wo du sagen kannst, okay, ihr habt kein Streikrecht. Das fällt weg. Dafür aber auch da wird ja schon irgendwie gegengeklagt, wo du sagst, Alter, süß, ihr wisst das doch. Bieten wir euch andere Vorteile. Und ich verstehe es ja auch bei einigen Jobs, wo du sagst, okay, solche Leute, die in der freien Wirtschaft wirklich gefragt werden, die musst du halt irgendwie anders in den Staatsdienst locken. Aber nun sind ja auch einfach viele deutsche Beamte in der Position, wo sie seit 20 Jahren von einem Computer ersetzt worden wären, wenn sie irgendwo anders gearbeitet hätten. Und hier auch ohne Not in einer Tändelei in der Behörde sitzen. Alter, hast du mal im Bürgeramt. Ich war ja neulich im Bürgeramt und habe mir einen vorläufigen Reisepass geholt, weil ich mich kurz in die Ukraine absetzen musste. Auf Urlaub mit meinen Freunden von der russischen Armee. Und meine Güte, das ist die zwei Kunden pro Stunde schaffen. Weil es halt einfach würdest in 5 Minuten 2 Leute abarbeiten. Und dass die halt auch teilweise gefühlt mit einer Willkür an diese Dinge rangehen. Ja. Von wegen, scheißt du denen irgendwie vor den Koffer, gibst denen irgendwie das Gefühl, erinnerst du sie an irgendwas Negatives? Ich hab da so nett gespielt, weil das ist halt auch, wenn du einen vorläufigen Reisepass beantragst, obliegt es dem Sachbearbeiter, ob du den bekommst oder nicht. Was für ein Rotz! Du kannst nicht hingehen und sagen, ich brauche einen vorläufigen Reisepass. Gib mir mal ein Gefühl, warum. Ja, ein eben. Schönes. Ja, ja. Und das war für einen Werbespot, den ich nicht hatte und auch nicht bekommen habe. Aber ich musste halt irgendwie vorher den vorläufigen Reisepass beantragen, wenn ich ihn bekommen hätte, weil dann hätte es halt im Leben nicht mehr gereicht. Man weiß ja, wenn die Donnerstag früh anfangen zu drehen, weiß man Mittwoch um 22 Uhr Bescheid, ob man den Job hat oder nicht. Ja, ja. Das hat halt im Leben nicht gereicht. Und dann musste ich irgendwie erstens bluffen, dass ich den Job schon habe und weil ich keine Reiseunterlagen habe, ja, das bucht aber die Produktion und hier, aber gucken Sie mal, hier in der Mail steht es halt ganz deutlich und es tut mir leid und ich dachte zuerst, der Perso würde reichen, deswegen habe ich es nicht vorher geschafft. Ach ja, na gut, nee, das verstehe ich ja. Und da musste ich halt wirklich mich auch zusammenreißen, nicht in meinen eigenen Mund zu kotzen. Also wirklich dann irgendwie, da hat sie, kein Scherz, ne, gesehen, dass sie Fotos von ihren Enkeln da hat. Und dann, als sie halt anfing, so, ja, naja, ach, sie arbeiten als Schauspieler und so, ja, naja, eigentlich spiele ich halt für ein Kindertheater. Okay, also, hast du den da noch reingelegt? Ja, natürlich, ja. Und so, aber es ist natürlich Theater und es bezahlt natürlich schlechter und da ist man halt schon auf Werbejobs angewiesen. Deswegen kann ich das halt eigentlich nicht absagen. Puh. Das war halt richtig, aber das, in dem Moment oblag es halt ihr, ob ich diesen vorläufigen Reisepass bekomme oder nicht, für den ich auch gezahlt habe. Ist ja nicht so, als ob der umsonst ist. Ja. Weil ein Perso, ein Reisepass und ein vorläufiger Reisepass kosten halt was in Deutschland. Das war, als ich mich umgemeldet habe. Ich hatte einen Termin am Anfang, der stimmte. Also zeitlich wäre alles gut gewesen. Dann war ich hier in Friedrichshain, hatte so eine Sachbearbeiterin. Dann hatte ich halt alles dabei. Und dann meinte sie, ja, okay, jetzt brauche ich noch, du brauchst ja mittlerweile auch nicht dein Mietvertrag, sondern eine Bestätigung des Vermieters, dass du da wohnst. Genau, ja. Genau. Und da gibt es halt so Unterlagen und das muss halt ausfüllen. Und das hatte ich als PDF.
dummerweise, weil wir sind ja 2018. Wow, 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 wow. Mal langsam mit den jungen Pferden. Was ist eine PDF? Und sie meinte so, okay, jetzt brauche ich hier noch die Bestätigung vom, Vermieter. Und ich zeige ihr die PDF und meinte, was ist denn das? Ist ja, das ist die Bestätigung vom Vermieter. Aber das ist ja nicht in Papierform. Ach so, kein Problem. Sehe vor ihr den Laserdrücker, sehe vor ihr den, Sie haben ja mit Sicherheit E-Mail, habe ich schon alles eingefügt, zack, geben Sie einfach mal Adresse, schicke ich rüber, in zwei Sekunden können Sie ausdrücken, haben Sie. Nee. Ich so, doch, ich schicke das rüber, das haben Sie. Nee. Und das ist auch so geil von wegen, dass die in dem Moment mir sagen könnte, was sie denn damit sagen will, sondern guckt mir an, nee. Wo ich dann auch mich zusammenreißen muss, ihr nicht gegen die Kehle zu treten, wo ich sage, was meinen Sie denn mit nee? So geht das nicht. Und sagt dann auch nicht mehr. Und ich denke, du Fatze, was meinen Sie denn mit, so geht das nicht? Sehr gut, wir haben so ein Timing-Problem. Ja, das hätten Sie in Papierform mitbringen müssen. Ja, das habe ich ja gemerkt, das Problem, das haben wir ja gerade äußert. Habe ich leider nicht, aber ist ja kein Problem. Heutzutage, glücklicherweise, Smartphone, bla bla, ich sehe das halt, also das hätten wir übrigens in der Zeit, in der wir drüber reden, schon längst in der Hand halten können. Ich kann Ihnen meine E-Mail-Adresse nicht rausgeben. Aus Gründen des Datenschutzes dürfen wir nur Adressen der Bürgerinnen und Bürger weiterverkaufen. Und dann gab es halt kein Argument, da ich gesagt, irgendwie eine andere E-Mail-Adresse oder jemanden, den ich hier oder eine Möglichkeit. Ich habe dann auch gesagt, von wegen, mein Smartphone hat ja auch die Möglichkeit, direkt vielleicht mit den Bluetooth-fähigen Drucker zu kommunizieren. Sie guckt mir, nein. Was bitte ist dein Bluetooth? Ich putze jeden Tag die Zähne. Und dann stehst du halt da und sagst, und guck sie halt an und weißt von wegen, du brauchst jetzt nicht mehr argumentieren, die hat gerade zugemacht und genießt diesen Moment und dann denkst du, aber das ist doch kein guter Mensch, der du gerade bist und du, also, und dann habe ich auch, okay, alles klar, danke, tschüss. Ja, aber damals, als ich mir in der 8. Klasse in die Hosen gemacht habe und dann den Rest meiner Oberschulzeit Dünnschissdörte genannt wurde, den Moment kann ich jetzt kompensieren. Genau. An dir. Und du gehst halt raus. Unser Lieferservice kommt gerade. Nice. Und du gehst halt raus und weißt von wegen, die folgt auch irgendwie nur ein System. Und die hat jetzt nicht diese Idee gerade gehabt, aber die hätte Möglichkeiten, wahrscheinlich das zu ändern. Wahrscheinlich gibt es dann halt auch disziplinarische Verfahren, wenn es heißt von wegen, ey, sie haben mir eine E-Mail empfangen. Obwohl ich halt auch schon von Bürgerämtern E-Mails empfangen habe. Mhm. Ja, ist einfach auch eine, bei so Behördensachen einfach eine Frage davon, dass niemand persönlich verantwortlich gemacht wird für das, was er oder sie macht. Genau. Und das also ist aber halt auch bei ein großen, System. Pervers großen Summen, die in Sand gesetzt wurden. Ja, 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 ja. Irgendwelche, wie oft geht es halt immer von wegen, ja, Autobahn bis zur Hälfte gebaut, dann gemerkt, da ist Wasser. Keiner ist schuld. So. Ja. Wo man aber auch dann gerade sagen muss, in Deutschland, aus historischer Verantwortung, wo halt einfach ein Großteil des Nazi-Apparates genau deswegen funktioniert hat. Ja, genau, genau. Weil man den Leuten gesagt hat, nee, du bist nicht dafür verantwortlich, du machst hier nur deinen Teil. Ja. Mach dir keine Sorgen, ne? Du musst die Juden einfach nur hier die 10 Meter in die Halle begleiten. Da ist nichts Schlimmes. Wir wussten ja alle nicht, was passiert. Ja, ja. Und wo man halt sagen muss, das hätte man vielleicht mal aufdröseln sollen, diesen Fehler im Beamtensystem. Ich meine, sie hätte es ja auch vielleicht anders kommunizieren können. Ich hätte auch, also sie sah jetzt auch nicht so aus, als ob ihr das alles fremd war. Ich oder hätte leid täte. Genau, also man hätte ja kommunizieren können, ich kann sie verstehen, ist echt blöd, weil es tut mir leid. Diese Möglichkeiten gibt es. Nicht, aber ich brauche es wirklich in Papierform, ich brauche es ja nicht weiter ausführen, ich kann es aber nicht ändern. Punkt. Dann hätte ich gedacht, ach, ist das ärgerlich? Okay, schade. Ja. Aber dann sich da einen drauf zu schubbern, dass da jemand steht und denkt, 2018, dumm. Und dann denkst du so an Tallinn, wo ich noch nicht mal hätte mich bewegen müssen. Da hätte ich halt gesagt, hey Google, mach mal meinen Perso. Pff, danke. Mhm. Und denkst, unglaublich. Vater, gib mir Beine. Und dann denke ich, ey, solche Menschen dürfen sich aber dann nicht wundern, wenn sie sagen, heute war voll assi, weil oder irgendwas. Ich denke, ja, aber du strahlst das aus. Ich habe mich tot gearbeitet. Ich habe 3 Leute bedient. Ja, ja. Ich kann nicht mehr. Geil sind dann auch immer diese, das sind dann immer Gruppenbüros. Die Leute sind ja nicht alleine in einem Raum, sitzen dann halt mit 4 Kollegen. Und wenn du dann halt kommst von wegen hier PDF, das dann auch gerne mal zur anderen Stelle guckst. Hier so ein Spinner mit diesen neuen FFDP oder was das, Alter. Wieder so einer. Meine Güte, ey. Was soll das? Ich habe hier einen Stempel mit einer Kartoffel. Soll ich die da auf deinem Handy drücken oder was? Wenn's den Vorgang beschleunigt, ja. Oh, ja. Ja. Aber, ja, im Endeffekt ist es auch. Aber ich würde auch gerne mal
Solche, ach, würde ich gar nicht. Aber wenn ich mir vorstelle, diese ganzen Gebühren-Einzugsfraggles, das ist bestimmt das gleiche in grün. Die sitzt bestimmt auch immer da und dann in der Cafeteria und dann, hier, guck mal, ich habe hier wieder einen, aber der hat ja gar keine Chance bei unserer. Ja, vor allem, also ich finde dir schon, ehrlich, ich finde intern schon, dürfen wir sagen. Im absoluten Grundsatz, was ich schon unverschämt finde, wenn sie dich anschreiben und verlangen, dass du antwortest, dann frankiert euren scheiß Rückumschlag. Mhm. Ganz einfach. Hast du da nicht auch irgendwie anfangs einfach nicht kommuniziert, weil du gesagt hast, von wegen, ihr müsst davon ausgehen, dass ich vielleicht in der Nähe wohne, sonst was, es gibt keine Kommunikation. Ja. Und dann sagen sie doch sowas wie, naja, wir haben ja dreimal geschrieben und du dann sagst, wenn ihr darauf baut, dass ihr sicher seid, dass Post von euch zu mir kam, dann braucht ihr aber auch ein Einschreiben. Ja. Dann könnt ihr nicht sagen, ist es ja da, sicher, dass ihr es bekommen habt. Da kommen sie dir nur genau gleich dumm. Wie, was, also, aber sie müssten das trotzdem, es ist auch ihre Initiativverantwortung, sich darum zu kümmern. Das ist aber eine geile Position, dass du sagst von wegen, ja. Ich habe nichts gekriegt, ja, aber sie sollten vielleicht immer für Sorge sie tragen, wissen, dass sie was kriegen. Es, ja, wir sind die Rundfunkgebühr, wir wichsen uns jeden Tag in den Mund, ein ewiger Kreislauf. Ja, Gottes Willen, ey. Gas. Es wird immer negativer jetzt. Ja, ich glaube, wir sind auch schon bei einer Stunde. Vielleicht. Oh, schließen wir einfach mal ab. Vielleicht noch ein abschließendes Wort zur Rundfunkgebühr. Ah. Gut. Damit wäre ja alles gesagt. Haben wir sonst irgendwas? Können wir vielleicht unser Vorwort verschieben aufs Nachwort? Ich habe heute erfahren, dass Lego Spielgut heißt. Genau. Ja. Und zwar? Leggott. Leggott, ja. Ich hab's dann gehört, so ähnlich. Ja. Also, als ich noch eine Quizshow moderiert habe. Mm. Und die Chinesen mich bezahlt haben. Aber ich habe gehört, du hast demnächst eine Partnervermittlungsshow. Ja, ich habe demnächst eine geht richtig. Aber ab. Sicher doch, ja. Das wird bestimmt schön. Ich rufe da an. Hallo, ist da Pascal Damour? Ich bin Dirk 2000 und wohne auf der A7. Auf der A7. Gestern war ein schöner Bericht nochmal zu Monopolen. Warum es an Raststätten so teuer ist. Weil die einfach größtenteils einem Franchise-Nehmer gehören. Rast und Tank oder so heißen die. Den auch Saniklo oder Sanifair. Sanifair. Ist die Tochter von denen. Ah, wie viele Coupons deswegen, von Sanifair hat man irgendwie in der Hose stopfen, wenn man einmal über die A7 fährt? Currywurst und Pommes kostet an Raststätte, was meinst du? Laut Tagesspiegel gestern. Curry, Pommes, 5 ja. Euro. 11,99. Ach! Ja. Eine Bockwurst kostet 5 oder 6 Euro. Oh, ey, die ganzen armen Menschen, die auf der A7 quasi jeden Tag rumballern. Und die, sich dann halt die kaufen sich da halt munter durch. Aber zum Glück, die Autofahrer haben ja in Deutschland eine Lobby, in der sie zusammengeschlossen sind, nämlich den ADAC. ADAC. Oh ja, den ADAC. Die zum Glück eine riesen Kooperation mit Rast und Tank haben. Ach, und deswegen, Surprise, seitdem Zufall. Werden die Raststätten auch nicht mehr getestet. Gut, weil ist unser. Ja, also ne, einwandfrei, aber da muss jetzt nicht irgendwie ein Monopolamt eingreifen oder so. Nee. Das wäre schon, das würde den freien Wettbewerb unterminieren. Das Kartellamt, so schön zu heißen. Nicht, ja. Monopolamt. Ja, schon, wie ist denn das eigentlich? Ich spiele noch Kartellopoli. Gibt's im Fall hier Gebühreneinzug nicht auch irgendwie so ein Kartellamt, die sagen? Das ist ja staatlich. Also genauso gut könnte es ja sagen, das Kartellamt soll doch einschreiten bei der Feuerwehr, weil du keine private Alternative zur Feuerwehr hast. Wie damals in New York, wenn sie dann gesagt haben, wir brennen und dann kam eins und zwei und haben sich erstmal gekloppt und das Haus weggebrannt. Ja, wen soll man rufen? Ghostbusters. Ich meine aber nach 20 Euro, was ist die nächste Stufe? Das ist ja auch nicht final. Nee, das muss ja immer weiter steigen, um die hohe Qualität zu... Ich kann mal ganz kurz gucken, ob ich das Zitat hier irgendwo rumfinde. Ich habe es gerade gesehen in einem... Dann gibt es eigentlich die ersten 4D-Sendungen. Der Horror-Brutalo-Kanal, bitte. Na, Söhnchen, schaust du Zeitwechsel immer wieder fern? Der ARD-Vorsitzende Ulrich Wilhelm. Das ist schon ein Name wie so ein Gestapo-Vorsitzender. Du weißt, wie Ulrich Wilhelm redet? Dann werde ich jetzt mal seine Stimme machen. Wenn wir keinen Teuerungsausgleich über 3 Milliarden Euro bekommen, werden wir tief in unsere Programme schneiden müssen. Jetzt zitiere ich mal den Journalisten vom Tagesspiegel. Woher diese Summe kommt, aus welchen Faktoren sie sich zusammensetzt, wollte oder konnte, Fragezeichen, Wilhelm beim Pressegespräch nicht sagen.
Aber muss man schon sagen, so 3 Milliarden mehr ist jetzt auch nicht so viel. Nee. Wenn du mal überlegst, was ist das in Bitcoin Gold? 3 Milliarden? Ich weiß nicht, ein Liter Milch im Jahr oder ja. was? Eben, 17,50 Euro, 3 Milliarden. Das muss schon ganz schön knausig sein, dass dir der Unterschied da auffällt. Naja, aber uns könnt ihr auch ohne Gebühr hören. Nämlich, wo auch immer ihr uns gerade hört, zum Beispiel. Bei YouTube, beim Kanal von Dirk und Klaus. Oh Gott, schreibt Kommentare drunter, freundlich. Oder findest du mit Dirk und Klaus auf Klingelt iTunes. Am Hund. Oder Podcast Addict. Ja. Wir freuen uns auch über Bewertungen, 5-Sterne-Reviews und ja. oder wie viele Sterne auch immer ihr meint, wir verdient zu haben. Schreibt Glauben. Uns eine Nachricht. Ja, an? Fünisse@gmail.com oder werft die Kartoffel immer noch auf den Berg zu Gmail. Oder schreibt uns eine kürzere Nachricht an @fürnüsseport auf Twitter. Cool. Okay, ihr Nüsschen, dann entlassen wir euch mal in die Woche. Viel Spaß. Schaut so viel fern, wie ihr könnt. Ja, nee, habt ihr zahlt die 17,50, also schaut es auch ab. Ja, abschauen.